So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Schachschule Strategie. Ich habe häufiger im Chat den Wunsch vernommen. Die Leute wollen nicht nur Eröffnung, die Leute wollen nicht nur Endspiele, sie wollen auch das gute alte Mittelspiel. Das Mittelspiel kann ja leider alles sein, ne? Das heißt ja nur, wir haben irgendeine Stellung nach der Eröffnung, es sind wahrscheinlich noch Damen auf dem Brett und dann mal gucken. Deshalb ist es schwer, das zu trainieren. Taktik gehört dazu. Es kann dazu gehören, einfach sich Partien im Internet anzugucken, seine eigenen Partien zu analysieren. Strategie gehört dazu. Aber was am ehesten zu beziffern ist beim Mittelspiel, sind häufig die Bauernstrukturen. Und deshalb wollen wir in dieser Serie, vielleicht wird es eine einteilige Serie, wer weiß, versuchen, uns an typischen Mittelspiel-Bauernstrukturen zu orientieren. Und wir beginnen in diesem ersten Teil mit der vielleicht berühmtesten Bauernstruktur da draußen, der sogenannten Karlsbader Struktur. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was ist die Karlsbader Struktur? Und ich erkläre es euch. Die Karlsbader Struktur entsteht, wenn sich der C-Bauer einer Seite gegen den E-Bauern der anderen Seite abtauscht und Bauern übrig bleiben, die sich auf typischerweise auf D4 und D5 gegenüberstehen. Also vielleicht habt ihr meine sehr wichtigen Matches gegen Etienne Gardet verfolgt, wenn ich das Damengambit spiele. Und ich rate dann immer dazu, hier, unterstütze diesen Bauern mit Bauern E6, dass du hier mit einem Bauern zurückschlagen kannst. Und wenn das geschieht oder geschehen würde und ich hier tauschen würde, dann hätten wir die Karlsbader Struktur. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich bin aber kein D4 oder kein D4, D5 Spieler. Für mich nicht relevant. Leider doch, diese Struktur kann aus sehr, sehr vielen Eröffnungen entstehen. Das typischste Beispiel hier ist aus Karo Kann. Nach Bauern E4, Bauern C6, Bauern D4, Bauern D5. Weiß schlägt, Schwarz schlägt zurück. Beispiel zum Beispiel, Hauptzug laufen hat D3. Und wir haben die Karlsbader Struktur. Aber diesmal ist der Weiße, der einen C-Bauern hat. Und der Schwarze, der den E-Bauern hat. Also vertauschte Vorzeichen, aber dieselbe Struktur, die gleiche strategischen Motive. Heutzutage entsteht die Karlsbader Struktur auch sehr, sehr häufig aus dem berühmten Londoner System, das bestimmt viele gelernt haben, in der Hoffnung, Theorie und Strukturen und alles vermeiden zu können. Aber Zeiten ändern sich. Und die Karlsbader Struktur kann auch hier sehr häufig aufs Brett kommen. Vielleicht seht ihr es schon kommen, sobald Schwarz hier abtauscht im Londoner System nach Bauern nach C5. Weiß schlägt mit dem Bauern zurück. Und schon wieder haben wir unsere Lieblingsstruktur. Weiß hat ein D und ein C-Bauern. Der C-Bauer wird typischerweise nach C3 gehen. Schwarz hat ein D und ein E-Bauern. Also der Läufer rausgehen und dann Bauern E6 vor. Man lernt die Strategie dieser Karlsbader-Struktur am ehesten an Damen-Gambits. Da entsteht sie immer noch am häufigsten. Also mit Damen-Gambits meine ich hier Bauern D4, Bauern D5 oder auch Springer F6, Bauern C4, Bauern E6, Springer nach C3, Springer F6 zum Beispiel, C schlicht D, E schlicht D, Läufer G5. Das ist die Reinform, aber es ist wichtig zu wissen, dass diese Struktur halt aus sehr, sehr vielen modernen Eröffnungen entstehen kann. Jede zweite Bullet-Partie von Andrew Tang, die ihr seht, ist vielleicht übertrieben, aber sehr, sehr viele Bullet-Partien von Andrew Tang aus dem Londoner System münden in der Karlsbader Struktur. Und wir werden uns in diesem Video verschiedene Pläne angucken, die typisch sind für diese Bauernstruktur, verschiedene Gegenpläne, dann ein paar moderne Auswüchse, wohin die Reise geht, in Karlsbader Strukturen angucken. Aber anfangen müssen wir mit den Klassikern, sowohl was Pläne angeht, als auch was Partien angeht. Und das Gute ist, dadurch, dass es eine so berühmte Bauernstruktur ist, können wir uns hier bei den ganz großen Netzern, den Weltmeistern bedienen. Die Karlsbader Struktur heißt Karlsbader Struktur, weil sie im Jahre 1929 bei einem Turnier in Karlsbad sehr häufig von den besten Spielern der Welt diskutiert wurde und seitdem eigentlich nie aus der Mode
gekommen ist. Und das vielleicht bekannteste strategische Motiv in der Karlsbad-Struktur ist der sogenannte Minoritätsangriff. Aber fangen wir von vorne an. Ihr lasst euch von der Zugfolge nicht verwehren. Gleich sind wir im normalen Fahrwasser. Michael Thal gegen Wladimir Savon Thal. Schachweltmeister, lasst mich nicht lügen, im Jahre 1961. Savon, ein sehr starker Spieler dieser Zeit. Bau nach D4, Spanner F6 und C schlägt D5. Das ist die Reinform. E schlägt D5 und wir sehen schon, Weiß hat ein bisschen was erreicht, aber auch ein bisschen was aufgegeben. Er hat jetzt mehr Bauern im Zentrum, nämlich diese beiden gegen den einen Schwarzen. Der C-Bauer unterstützt zwar das Zentrum, aber ist kein ganz reiner Zentrumsbauer. Denn er deckt hier Felder, die nicht so wirklich nah an der Mitte sind. Der Preis, den Weiß dafür bezahlt hat, dieser Läufer war eingesperrt, konnte nicht raus. Aber nach E schlägt D5 hat der Läufer wieder freie Fahrt. Und ein Großteil des strategischen Battles, gerade wenn es Weiß ist, der hier den C-Bauerntausch gegen den E-Bauern, ist häufig, ob dieser Läufer raus kann. Logischerweise mit vertauschten Farben, wenn der Läufer schon draußen ist, dann ist das nicht das ganz große Thema. Läufer nach G5 ist hier der typische Zug. Zu Zugfolgen kommen wir vielleicht später noch, um möglichst schnell den Schwarzen zu beschäftigen. Jetzt droht der Läufer gleich hier reinzuschlagen. Die Dame könnte nicht gut zurückschlagen, weil dann dieser Bauer weg wäre. Deshalb Läufer nach E7, Bauer nach E3. Und jetzt kann dieser Läufer noch nicht raus. Auch ein typisches Thema. Weil es dann hier Ärger gibt, in diesem Falle. Beide Bauern gleichzeitig angegriffen werden. Viele meiner U12-Partien haben diese Stellung erreicht. Also ein Motiv, das ich lieb gewonnen habe. Wie Schwarz es versuchen kann, indem er zum Beispiel früh C6 spielt, sehen wir später noch. Aber Savon spielt hier ganz klassisch. Kurze Rochade, Läufer nach D3, Springer B nach D7. Auch typisch, der Springer geht nach D7 und nicht nach C6. Dann meckere ich ja immer zum Beispiel bei Eddie. Weil der Springer von C6 eben den C-Bauern versperrt und der C-Bauer nicht mehr hier zur Unterstützung des Zentrums nach C6 gehen kann. Also in D4, D5 Strukturen geht dieser Springer häufiger nach D7 als nach C6. Kann ich über die Zugfolge streiten, ob es nicht besser gewesen wäre, mit H6 anzufangen oder mit H6 oder mit C6 oder mit Turm E8. Aber nach Springer B7, Springer F3, Turm nach E8, kurze Rochade, Springer F8, wahrscheinlich C6 ein bisschen genauer, aber wie gesagt, das sind Kleinigkeiten. Da nach C2 erreichen wir eine sehr, sehr typische Stellung für diese Karlsbader Struktur. Beide Seiten haben ihre Figuren draußen, Weiß hat es verhindert, dass der Läufer nach F5 entwickelt werden kann. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Läufer nach E6, vielleicht nicht der beste Zug, Springer E5, täuscht an hier mit Bauer nach F4, einen Angriff am Königsflügel zu organisieren. Aber die Partie mündet in ein anderes Thema. Und zwar hier nach Bauer nach C6 sehen wir schon die Vorzeichen. Was kann Weiß machen? Er könnte versuchen, in der Mitte zu spielen mit Bauer F3, Bauer E4. Das wäre hier aber nicht sehr vielversprechend. Das ist ein besserer Plan, wenn noch mehr Figuren auf dem Brett sind. Typischerweise, wenn der weiße Springer in der Öffnung nicht nach F3 gegangen ist, sondern nach E2. Dann ist dieser Plan mit F3, E4 ein sehr, sehr gängiger. Aber in dieser Situation wäre es nicht so vielversprechend. Er könnte versuchen, hier mit F4 anzugreifen, aber auch hier, da schon eine Figur getauscht wurde, hier nach F4, F6, wäre auch gleich der Läufer weg, ist das nicht besonders verlockend. Also, sollte Weiß hier und in vielen vergleichbaren Stellungen den berühmten Minoritätsangriff starten. Was verstehen wir unter Minoritätsangriff? Grundsätzlich, Weiß hat hier zwei Bauern am Damenflügel, Schwarz hat drei. Ne? 1, 2, 3 gegen 1, 2. Deshalb nennen wir das hier eine Bauernminorität. Auch wenn man ein bisschen sagen kann, ja, warum der Bauern auf D4 kontrolliert, auch wichtige Sachen hier. Aber so zählen wir hier nun mal. Und der Minoritätsangriff ist, wir versuchen diesen Bauern unsere Minorität vorzuschieben auf das Feld B5.
Ich mache es hier einmal, so kam es nicht in der Partie, aber als Beispiel. Mal ein paar schlechte Züge. Wenn der Bauer dieses Feld erreicht, dann steht Schwarz nämlich vor einem Problem. Sobald hier geschlagen wird, verbleibt Schwarz mit einer Bauernschwäche, egal was er macht. Wenn er mit dem Bauern zurückschlägt, ist dieser Bauer auf C6 ungedeckt, kann attackiert werden. Dazu sind hier Linien für die weißen Figuren geöffnet. Wenn Läufer zurückschlägt, ist dieser Bauer schwach, ebenso wie dieser Bauer, aber hauptsächlich dieser. Wenn Bauer nach C5 vorbeigeht, also Karin, sagen wir, Schwarz spielt so, Bauer nach C5 vorbeigeht, dann kann hier nach dem Abtausch ein Isolani entstehen, also auch eine Bauernschwäche, auch wenn das häufig keine so schlechte Idee ist, den Minoritätsangriff zu kontern. Und wir werden auch sehen, dass Thal sich gleich sehr große Mühe gibt, um das zu verhindern. Aber sobald der Bauer auf B5 ist, ist es nicht mehr möglich, eine Bauernschwäche zu vermeiden aus schwarzer Sicht. Und das ist die Idee des berühmten Minoritätsangriffs. Nun haben wir eben gesehen, erstmal, das Feld wird meistens kontrolliert von Schwarz. Und nach B4 kann der Bauer geschlagen werden. Und eben haben wir gesehen, ein typischer Plan wäre, zum einen C5 vorzubereiten und zum anderen nach Turm B1 wäre es auch eine typische Idee, A5 zu spielen, dieses Feld zu kontrollieren. Beispiel A3, aber dann nach B4 kann Schwarz tauschen. Der Turm ist hier aktiv auf der A-Linie. Trotzdem, Turm B1 ein sehr typischer Zug, um den Minoritätsangriff vorzubereiten. Aber Thal geht seinen eigenen Weg mit Springer nach A4. Möchte hier vielleicht erstmal einen Springer nach C5 stellen. Und Savon reagiert nicht besonders gut mit F6 und Läufer F7. Und jetzt, kleiner taktischer Trick, funktioniert sofort Bauer nach B4. Das ist ja die Ausnahme. Normalerweise muss das vorbereitet werden mit Turm nach B1. Aber hier nach Läufer schlägt. Und ich glaube, Turm F nach B1 würde Weiß den Bauern zurückgewinnen mit Vorteil. Ich habe diese Partie nur genommen, dass ihr hier die Idealstellung aus weißer Sicht seht. Die erreichen wir nämlich jetzt. Hier ist weggetauscht, Bauer nach A6, um diesem Durchbruch zuvorzukommen. Springer nach C5, Turm nach E7 und Bauer nach A4. Und das ist die Traumstellung für Weiß. Wir haben einen Springer auf C5 und B5 folgt im Rücken dieses Springers. Die schwarze Struktur wird auseinanderbrechen. Diese Stellung schon sehr, sehr schlecht für Schwarz. Hier ist einiges schief gelaufen. Die Figuren stehen nicht toll. Wie gesagt, F6, Läufer F7 waren keine guten Züge. Aber das ist ja das Schöne an den alten klassischen Partien. Wir sehen es manchmal in Reinform. Also im Minoritätsangriff ist dieser Bauer möchte nach B5 und die schwarze Struktur brechen. Thal nimmt sich alle Zeit der Welt, das hier vorzubereiten. Stellt alle Figuren auf die C-Linie. Jetzt soll B5 kommen. Zum Beispiel König nach G7, wäre dieser Durchbruch schon entscheidend. Und Savon, er zittert vor dieser Drohung, spielt Turm nach C8. Aber das erlaubt eine taktische Lösung, die die Partie schnell entscheidet. Sprechstich B7, Läufer steht A6. Also, manchmal ist der Minoritätsangriff angedroht, stärker als seine Ausführung. Das hier übrigens auch recht typisch. Vielleicht fragt ihr euch, hä? Weiß auch nur Turm gegen zwei Figuren und Bauer. Nicht so klar die Stellung. Also sehr, sehr häufig in diesen Strukturen bricht die schwarze Stellung dann schnell weg. Und vielleicht sagt ihr euch, hä, wie soll das sehr, sehr häufig passieren? Aber es kommt tatsächlich häufiger vor als Mittel, die schwarze Verteidigung zu brechen. Und die Partie ging relativ schnell zu Ende. Müssen wir hier nicht bis zu Ende gucken. Thal verwertet gnadenlos seinen Vorteil. Also, wir merken uns, Minoritätsangriff, typischer Plan. Dieser Bauer kommt nach B5 oder droht nach B5 zu kommen und provoziert eine Bauernschwäche im schwarzen Lager. Kommen wir zu dem vielleicht instruktivsten Spieler unserer Zeit, dem jungen Jan Gustafsson, um euch zu zeigen, dass dieser Plan in sehr, sehr vielen Partien tatsächlich zur Anwendung kommt. Ich habe mit Sicherheit Dutzende Partien, wahrscheinlich sogar Dutzende Turnierpartien mit Minoritätsangriff gespielt. Wir haben wieder unsere Karlsbad-Struktur, bisschen andere Version, der Läufer ist auf F4, weil Schwarz hier nach Springer nach C3 nicht Springer nach F6 gespielt hat, wonach man schlägt und Läufer nach G5 spielt, sondern Läufer nach E7 mit der Idee, natürlich jetzt Läufer nach G5 zu verhindern. Aber die Praxis hat gezeigt,
dass der Läufer auf F4 genauso lästig ist und dass das nicht die Lösung aller schwarzen Probleme ist. So, paar Züge, Weiß steht ein bisschen besser und jetzt geht's los. Welchen Plan nehmen wir? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das eine wäre Springer E5, um F4 folgen zu lassen und in der Mitte zu spielen. Das andere ist der berühmte Minoritätsangriff. Turm nach B1, Bau nach B4. Hier kommt da der Bauer. Bau nach B5 und damit provozieren wir diese Bauernschwäche. Schlägt, schlägt, Springer E5, können wir gleich angreifen. Turm C8 deckt, Turm nach C1. Keine Ahnung, warum ich nicht Turm FC1 gespielt habe. Ich habe mir bestimmt irgendwas bei gedacht. Gibt schon viele gute Züge hier. Aber Turm BC1, sagt Computer, ist gut. Und nach Bauer nach F6 sehen wir ähnlich wie in der Talpartie schon die taktische Lösung. Ich möchte mich nicht mit Tal vergleichen. Also, es war schon beeindruckender, wie ich es gemacht habe. Springer schlägt C6, Turm schlägt C6, Springer schlägt D5 und nach Turm steht C2, Springer steht E7. Haben wir wieder die Situation, lustigerweise, dass der schwarze Damenflügel verschwunden ist, schwarz dafür zwei Figuren gegen einen Turm hat. Aber dieses Endspiel ist relativ leicht für Weiß gewonnen. Und ich konnte die Partie für mich entscheiden. Kommen wir nun nach zwei relativ straightforward Beispielen zu einer moderneren Iteration des Minoritätsangriffs. Jan Nepomniachtchi, der Vize-Weltmeister gegen die ehemalige deutsche Nummer 1, Liviu Dita Nisipeanu, ist wieder zurückgekehrt nach Rumänien. Aber hier sehen wir eine etwas modernere Variante aus schwarzer Sicht. Schwarz spielt Bau nach H6, gefolgt von Springer nach H5, um hier schnell sich durch Figurenabtausch bisschen zu entlasten. Nepomniachtchi spielt die lange Rochade, sehr typisch in dieser Stellung. Springer nach B6, Springer nach F3, Springer nach zurück, König nach B1, Läufer nach E6, König nach A1, lange Rochade, Springer nach F4. Ähnlich wie bei Tal, der Springer strebt das Feld C5 an. König nach B8, Turm nach C1, Turm nach E8, Springer nach C5, Läufer nach C8. Und jetzt, vielleicht sagt ihr euch, Herr Weiß hat doch lang rochiert. Da will er bestimmt nicht die Bauern hier vorziehen. Aber genau das macht Nepomniachtchi. Spielt Bauer nach B4, sagt hier, selbst mal ein König hier drüben, kann ich versuchen, den Minoritätsangriff zu nutzen. In diesem Fall, um den schwarzen König zu entblößen. Das ist ein schweres Endspiel. Und die Drohung des Minoritätsangriffes hat Nisipeanu provoziert, hier Schwächen zu nehmen, die Nepomniachtchi jetzt taktisch ausnutzt. Bauer nach A5, seltener Zug für diese Strukturen. Springer D7, aber hat sich was bei gedacht. Nach Bauer nach A6 bricht jetzt der Damenflügel zusammen. Dann nach Bauer nach B6, was man gerne spielen würde, käme Springer nach B7, attackiert den Turm. Wenn er weggeht, um den Bauern zu decken, dann folgt hier die Gabel. Also, Nepomniachtchi gewinnt diese Partie nach A6, hat er hier wieder das Ziel erreicht, Schwächen im schwarzen Lager zu schaffen und zeigt, dass man selbst mit der langen Rochade den Traum des Minoritätsangriffs nicht unbedingt aufgeben muss. So, das sind die groben Züge des Minoritätsangriffs natürlich in dieser Variante. Und in allen anderen gibt es viel Theorie. Und vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz mal eben die typischen Möglichkeiten für Schwarz, diesen Angriff zu kontern, durchgehen. Auch wenn es natürlich immer extrem auf die einzelne Stellung ankommt. Also man kann das meistens nicht sehr pauschal sagen. Aber gucken wir uns hier keine Ahnung, irgendeine typische Variante an. Hier, Bauer nach B4 und der Bauer plant nach B5 zu kommen. Eine Möglichkeit zu kontern wäre jetzt schon im Zug vorher.
Bauer nach A5 zu spielen, verhindert B4. Und nach A3 und B4 kann man immer anschlagen und dann den Turm rausbringen. Wann Schwarz A5 spielen möchte und wann nicht, ist eine Wissenschaft für sich. Im Zweifelsfall ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, auf Turm B1 A5 zu spielen. Aber manchmal möchte Schwarz das nicht, weil er später vielleicht C5 spielen möchte und damit das Feld B5 geschwächt wird. Also es hat auch Nachteile, Zug A5. Aber das wäre Idee 1. Idee Nummer 2, und das ist wichtig für beide Seiten immer durchzurechnen, ist, sobald Bauer nach B4 kommt, hier selber zu blocken, indem man Bauer nach B5 spielt. Und der schwarze Plan ist, Springer nach B6, Springer nach C4 und damit diesen Flügel zu plombieren. Und bevor man diesen Minoritätsangriff startet, sollte man sich immer genau überlegen, kann er mich hier blocken mit B5 oder kann er es nicht? Und in diesem Fall, hier in dieser Stellung, ist Schwarz nicht rechtzeitig. Erkennt ihr warum? Weiß spielt jetzt Bauer nach A4, greift den Bauern an. Schwarz spielt Bauer nach A6, möchte wieder Springer B6 spielen, Springer C4. Aber jetzt ist Weiß dran und kann den Schatten zu Bauer nach A5 spielen. Verhindert Springer nach B6 und Schwarz schafft es nicht rechtzeitig, einen Springer hier nach C4 zu bringen. Und danach kann Weiß in aller Ruhe überlegen, wie die Stellung verstärkt. Entweder Springer hier rüber, vielleicht Springer hier rüber, Bauer nach E4 liegt auch mal in der Luft. Also hier hat Weiß Vorteil. Deshalb ist Bauer nach B5 immer sehr timingabhängig. Wenn zum Beispiel ein schwarzer Bauer schon auf A6 stünde, bevor Weiß A4 gespielt hat, dann könnte es funktionieren. Aber ein Strategem, das wir immer sehr genau studieren müssen, bevor wir B4 spielen. Funktioniert halt nur gut in Kombination mit Springer nach B6 und Springer nach C4. Oder logischerweise Springer nach D6 und Springer nach C4. Andere typische Konter, Bauer nach A6. Wenn Weiß Bauer nach A4 spielt, hier spricht auch viel dafür, vital Springer A4 zu spielen und Springer C5. Wenn Weiß Bauer nach A4 spielt, K.O. machen wir einen Zug, Springer nach G6, Bauer nach B5. Zum einen tauschen und Bauer nach C5, haben wir schon gesehen. Das lässt zwar diesen isolierten Bauern zu, aber auch der weiße Bauer auf B5 steht nicht besonders toll. Und solche Strukturen sind meistens relativ erträglich für Schwarz. Er hat dieses Feld meistens relativ spielbar. Zwei weitere Ideen, die in dieser Stellung nicht so gut wären, aber die typisch sind, wäre hier Bauer nach A5 zu spielen. Insbesondere, wenn Weiß schon A4 gespielt hat, damit den Damenflügel zu plombieren. Man kriegt zwar diese Schwäche, aber dieses Feld und insbesondere, wenn Schwarzwege auf dem Brett sind, kann das häufig eine gute Idee sein, hier stehen zu lassen, Bauer nach A6 und auf B5, dann Bauer nach A5 zu spielen. Ein relativ typisches Thema. Ähnliches Thema. Was auch stellungsabhängig ist, meistens nicht so gut, aber manchmal interessant, ist zu schlagen und jetzt Bauer nach A5 zu spielen, um sich diesen Freibauern zu verschaffen. Aber Schwarz nimmt damit diese Schwäche in Kauf. Also meistens funktioniert es nicht besonders gut. Also viel Information, aber der Minoritätsangriff ist sehr, sehr wichtig in so vielen Stellungen, dass ihr ihn mal gesehen haben solltet. Zum Beispiel auch hier ohne viel Theorie ballern zu wollen, aber den Hauptvarianten dieser Karo-Kann-Abtausch-Variante. So, Karo, wie spielt man? So. Ja, das weiß ich dran. War auf B7 hängt nicht, macht euch keine Sorgen. Hier auch absolut typischer Plan für Schwarz. Turm B8 zu spielen mit der Idee, Bauer nach B5 und Bauer nach B4, um hier Gegenspiel zu kriegen. Also genau die gleiche Idee mit vertauschten Farben. Das war Kapitel 1, der Minoritätsangriff. Hier geht es weiter mit Kapitel 2. Der Zentrumsdurchbruch F3, E4. Der Plan steht da. Wir gucken uns die Stammpartie zu diesem Plan an. Michail Botwinnik, ein mehrmaliger Schachweltmeister, großer Freund und großer Pionier von D4-Strukturen und insbesondere diesem
Durchbruch im Zentrum, auch im Nimzu-Inder, da viele Pläne geschmiedet. Und hier sehen wir die Hauptalternativstrategie für Weiß in diesen Stellungen. Der Springer geht nach E2, in diesem Fall nicht nach F3. Und wenn der Springer hierhin geht, dann ist ein großer Plan. Die Mitte mit Bauer nach F3 und Bauer nach E4 zu besetzen. Das bedarf Vorbereitung, sollte nicht zu schnell gemacht werden. Aber das ist eine ganz, ganz typische Strategie. Hier Turm B1, er täuscht erstmal an, unser Minoritätsangriff, wie wir ihn kennen und lieben. Turm nach B1 sagt hier, ich möchte Minoritätsangriff machen. Läufer nach D6 sagt hier, ich konter, erst Rotlauf steht H2 Schach, gefolgt von Springer G4 Schach. König H1, hat er gesehen. Springer G6 und jetzt, wo die schwarzen Figuren sich hier ein bisschen ungünstig postiert haben, wo Bauer nach E5 später eine Drohung wäre, gleich zwei Figuren angreifen würde. Da sagt Povelnik hier, ich habe nur Spaß gemacht mit dem Minoritätsangriff. Ich reagiere auf die geänderte Situation. Spiele Bauer nach F3, gefolgt von Bauer nach E4. Ganz, ganz wichtig bei diesem Bauer nach F3-Plan ist eigentlich so gut wie immer zu überlegen, was passiert auf C5. Kann Schwarz mit C5 kontern? Denn C5 ist der ganz typische Konter auf Bauer nach F3. Bevor Bauer nach E4 kommt, versucht Schwarz die Mitte zu öffnen. Und hier funktioniert es aus diversen Gründen nicht besonders gut. Am direktesten auf schlicht F6. Und Springer schlicht D5 gewinnt ein Bauer. Deshalb muss Keres sich hier passiv halten. Der Läufer E7 sehen wir schon, ist was schief gegangen. Der Turm geht jetzt nach E1 für das Spiel in der Mitte. Wollen wir die Türme idealerweise auf E1 und F1 haben, um dieses E4 zu unterstützen. Keres versucht durch Abtausch sich Linderung zu verschaffen. Bovink stellt alles hin, Dame F2. Nachdem die Läufer wechseln, auch typischer Zug, unterstützt den Bauern. Bereitet E4 vor. Hier tauschen Rohner was ab. Und jetzt kommt hier die Walze. Bauer nach E4. Und der Bauer soll weiter vor. Keres tauscht. Keres natürlich auch sehr starker Spieler. Er weiß, er kann hier nicht passiv abwarten. Wenn er das täte, dann kommt dieser ganz, ganz typische Bauernsturm. Der Läufer geht weg. Bauer nach F5 kommt. Und die Bauern überrollen alles in ihrem Weg. Aber auch Keres Ansatz rette ich schon nicht. Er tauscht. Der Bauer kommt nach E5. Und Weiß hat ebenfalls eine dominante Stellung, die wir in sehr, sehr ähnlicher Form später in vielen Meisterpartien noch sehen sollten. Ich glaube, Ivan Chung haben wir fast die gleiche Stellung auf dem Brett gehabt. Also, heutzutage vielleicht der populärste Plan, Springer nach E2 und nach langer Vorbereitung Bauer nach F3 und Bauer nach E4. Wir gucken uns dazu ein etwas moderneres Beispiel an. Eine Partie zwischen zwei Namen, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Anish Giri und Laurent Fressinet. Der Springer geht nach E2. Bisschen genauer in dieser Variante, als die Dame nach C2 zu stellen. Wir werden gleich sehen, warum. Laurent spielt einen modernen Plan. Tauscht hier schnell die Läufer. Weiß rochiert. Und die Dame geht nach D2. Der Plan ist Turm E1, F3, E4. Turm E8, da kommt der Turm. Turm E1. Springer B6. Jetzt geht F3 nicht, weil der Bauer geschlagen würde. Deshalb geht der Springer aus dem Weg. Springer nach C1. Bereitet F3, E4 vor. Bereitet auch vor, den Springer hier zu stellen. Dame nach G5. Und Bauer nach F3. Dame soll vielleicht wieder hier rüber. Laurent organisiert Gegenspiel. So gut er kann hier. Springer nach C4, Zwischenzug. Aber das weiße Zentrum ist wieder sehr mächtig. Die Dame geht wieder nach F2, wie wir es bei Botwinning gesehen haben. Springer F4, rote Gabel, König H1. Und langfristig kommt halt wieder diese Bauernwalze hier komplizierter. Natürlich sehr starke Gegenwehr vom Mindgame-Sieger 2012. Aber am Ende des Tages erwischen ihn wieder diese Bauern und rollen alles in ihrem Wege kaputt. So, jetzt haben wir die typischen zwei weißen Pläne kennengelernt. Den dritten haben wir am Rande ein bisschen behandelt. Haben wir da eine instruktive Partie? Ich weiß nicht.
Der dritte recht typische Plan ist, den Springer nach E5 zu stellen und dann hier zu expandieren. Hier mal Partie. G7, G4 sieht radikal aus, aber verhindert, dass irgendwas nach F5 kommt. Und dann Bauer nach F4. Und hier am Königsflügel und im Zentrum anzugreifen. Aber nicht mit Springer E2, F3, E4, sondern Springer E5. Den Springer unterstützen mit Bauer nach F4. Und eigentlich ein Stonewall mit vertauschten Farben zu spielen, mit dem Läufer draußen, kann auch unter den richtigen Vorzeichen ein effektiver Plan sein. Kommen wir jetzt zu den schwarzen Möglichkeiten. Und da gibt es eigentlich drei klassische Partien in dieser Karlsbader Struktur. Ich weiß nicht, ob das der richtige Titel ist, weil der Springer nicht immer gleich auf das Feld geht. Aber wir gucken uns trotzdem die drei klassischen Partien an, die wir kennen müssen aus schwarzer Sicht, die auch zeigt, dass Schwarz sehr, sehr gute Gegenchancen hat. Ich dreh mal das Brett. Und dass die Stellungen keineswegs One-Way-Traffic sind, insbesondere wenn Weiß ein bisschen passiv spielt. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ich fange mit der jüngsten Partie zuerst an. Hier wieder ein Schachweltmeister, diesmal Wladimir Kramnik mit den schwarzen Steinen. Und er spielt gegen Predrag Nikolic, einen sehr, sehr soliden Großmeister. Und der spielt hier eine etwas harmlosere Version dieser Struktur. Der Grund ist, er sich schon auf Springer F3 festgelegt. Und Schwarz ist hier in der Lage, den Läufer relativ früh zu entwickeln und damit das Gros seiner Probleme zu lösen, da ich das Weiß etwas früh Springer F3 gespielt habe. Für Details. Guckt euch da ein bisschen Öffnungstheorie an. Läufer nach F5 raus. Und Nikolic spielt es. Sehr solide, tauscht die Läufer. Auf den ersten Blick sollte man meinen, was soll Weiß hier passieren? Er bereitet den Minoritätsangriff vor. Aber diese Struktur ist nicht remisig. Nach C schlägt D5, E schlägt D5. Dann auch Schwarz hat seine Trümpfe. Zum einen die Kontrolle dieses Feldes E4. Wenn Springer dahin kommt, ist das ebenfalls ein sehr, sehr guter Vorposten. Zum anderen sind sehr häufig langsame oder auch nicht so langsame langfristige Angriffe am Königsflügel für Weiß sehr, sehr gefährlich. Wir gucken, wie Kramnik es macht. Er spielt erstmal Bauer nach A5. Hier erschwert den Minoritätsangriff. Sag, wenn du das machen willst, dann gib mir bitte die A-Linie. Bauer nach A3. Jetzt Springer nach E4. Kleiner taktischer Trick. Denn hier, wenn geschlagen würde, D schlägt E, verliert Weiß eine Figur, Dame schlägt, Läufer schlägt. Deshalb Läufer E7, Dame schlägt E7, besetzt diesen Vorposten. Bonner B4, Nikolic setzt auf den Minoritätsangriff, aber Kramnik zeigt uns hier die ganzen Themen, die wir am Rande schon behandelt haben. Bonner B5 blockt den Minoritätsangriff, sehr, sehr typisch, denn jetzt ist Weiß nicht rechtzeitig mit diesem A4, A5, was wir gesehen haben. Und er bereitet vor, seinen Springer hier reinzustellen. Die weiße Störung ist schon etwas unangenehm. Also im Nachhinein hätte Nikolic vielleicht hier auf B4 verzichten sollen. Wie gesagt, bei B4 immer überlegen, ist B5 eine starke Antwort. Und passiver spielen mit Dame C2 nichts zu. Aber so geschieht es. Springer nach D6. Ich weiß nicht, ob das die beste Überschrift ist, aber das ist das Idealfeld für den Springer in fast all diesen Stellung kontrolliert wahnsinnig viel. Kontrolliert das Feld C4, kontrolliert das Feld E4, kontrolliert das Feld F5, kontrolliert das Feld B5. Hier nicht so wichtig, aber macht es damit häufig auch dem Weißen schwer, einen Minoritätsangriff zu starten. Also Springer auf D6 steht super, wenn wir ihn da hinkriegen können. Weiß war hier nicht rechtzeitig den Springer zu schlagen, hätte immer Material verloren. Deshalb nach Dame C2 wollte er, aber der Springer geht weg. Der Springer steht gut, deshalb begibt sich der andere Springer auf das schöne Feld C4. Nikolic spielt natürlich ebenfalls logisch, ist ein starker Großmeister. Aber so eine Stellung ist eigentlich so gut wie immer schlecht für Weiß. Weiß am Damenflügel gescheitert und Schwarz gehört die Zukunft am Königsflügel. Kann jetzt hier langsam aber sicher einen Angriff organisieren. Wir sehen, die Figuren kommen langsam hier in Position gekrochen. G6 überdeckt das Feld.
8,7. Vielleicht möchte er mal darüber, wer weiß. H5 gewinnt ein bisschen Raum. Also Kramnik hat keine Eile. Aber ihr seht, die Figuren konzentrieren sich am Königsflügel. Und früher oder später kommt hier der Durchbruch. Entweder in Form dieses Bauerns. Form dieses Bauerns oder manchmal sogar in Form von Opfern. So eine Stellung ist für Weiß nur sehr, sehr schwer zusammenzuhalten. Hier, der Springer nähert sich. Und da kommt schon der Einschlag. Da muss Schwarz natürlich rechnen, was wann funktioniert. Aber dass die Stellung auseinanderbricht, ist keine Überraschung. Spiel ist hier nicht perfekt. Gibt Nikolic noch ein, zwei Gegenchancen. Aber am Ende des Tages nimmt er die weiße Verteidigung auseinander und setzt matt. Ihr müsst euch das hier nicht Zug für Zug merken. Wir gucken uns ja eher typische Ideen an. Typische Ideen der großen Meister. Und ein weiterer großer Meister ist ein gewisser Garry Kasparow hier auf der schwarzen Seite gegen Lajos Portisch, ebenfalls ein Weltklasse-Großmeister. Seine Zeit. Wir sehen wieder die Kasparov-Struktur. Springer A6 sieht ein bisschen komisch aus, aber durchaus logischer Zug. Tollspieler B4 an. Alle Springer möchte sich vielleicht auch Richtung Mitte orientieren. Bau nach A3. Bisschen viel Respekt vor Garry. Springer B4 war, glaube ich, keine große Drohung. Wahrscheinlich besser den Läufer auszuziehen. Bau nach A3. Der Springer kommt in die Mitte und wieder löst Schwarz früh das Problem seines weißfähigen Läufers hier mit Bau nach G6, gefolgt von Läufer nach F5. Das ist immer ein wichtiges Etappenziel für Schwarz und natürlich versucht Weiß es auch zu verändern. Jetzt kommen die Figuren raus, Bau nach B4, wir sehen wieder den Minoritätsangriff und wir sehen auch wieder den Springer auf E4. Portisch kontert mit Läufer nach F4, gut gespielt. Springer schlägt C3, Dame schlägt C3. Dame schlägt C3 übrigens ein ernsthafter Fehler. Sieht relativ naheliegend aus. Aber strategisch sollte Weiß hier diesen Springer loswerden. Er hätte den Zwischenzug machen sollen. Schlägt, schlägt. Und jetzt Dame schlägt C3. Da ist die Stellung ungefähr ausgeglichen. Schwarz sollte keine großen Probleme haben. Aber Weiß kann hier am Minoritätsangriff arbeiten. Und Dame schlägt C3. Sieht nicht nach viel aus. Aber jetzt schafft Schwarz es, die Idealkonfiguration zu erreichen. Zwar mit Hilfe eines kleinen Tricks. Läufer nach D6. Läufer schlägt. Auch ungenauer Zug, Läufer schlägt, aber naheliegend nach dem letzten. Besser war es hier, keine Ahnung, Springer E5 zu spielen. Jetzt ein kleiner Trick von Kasparov. Ich vermute, dass Portisch das entgangen war. Der Mann hier Dame schlägt D6 spielen würde, keine Ahnung, Bau nach A4, Turm nach C1, Turm nach B1, B5 fliegt in der Luft. Das ist alles ganz okay. Aber, wie heißt das Kapitel? Der Springer auf D6, Springer B5, Zwischenzug, attackiert die Dame und den Läufer. Und da ist der Springer. Und diese Stellung, genau diese Stellung, ist tatsächlich schon sehr, sehr schlecht für Weiß. Auch wenn es ziemlich harmlos aussieht. Struktur definiert, aber der Springer auf D6 dominiert das Brett. Man kommt nie zu B5, wenn Schwarz einmal A6 gespielt hat. Man kommt nie zu E4. Und Schwarz hat alle Zeit der Welt, hier am Königsflügel seine Stellung zu verstärken. Eben ähnlich wie wir es eben von Kramnik gesehen haben. Weiß hat kaum Gegenspiel. Hier, wir sehen wieder, wie bei Kramnik auch, die Figuren, die Türme kommen auf die E-Linie, der H-Bauer wird kommen. Ne, H-Bauer kommt nicht, okay. Der F-Bauer kommt, der G-Bauer in diesem Fall nimmt das Feld F4 und bereitet hier potenzielle Durchbrüche vor. Damen bleiben auf dem Brett. Wird ein bisschen manövriert. Jetzt kommt der H-Bauer, soll weiter Raum gewinnen. Und früher oder später brechen diese Stellungen zusammen aus weißer Sicht. Kasparov spielt hier sehr direkt, wie sein Style ist. Bau nach G4. Man hätte es auch vorbereiten können. Keine Ahnung, König nach H8. Vielleicht Turm G8, Turm G7. Dies, das, jenes. Aber Kasparov will es wissen. Bau nach G4. Und Springer nach F4. Ein Fehler. Portisch versucht, sie ins Endspiel zu retten. Aber das schafft keine Linderung. Er hätte hier schlagen müssen und den Angriff über sich ergehen lassen. Computer sagt, das überlebt Weiß. Aber Spaß hat es natürlich nicht gemacht. Aber Kompi sagt, hier Garry hätte es vorbereiten sollen. Der Partie dagegen folgt jetzt hier wieder ein instruktives Moment. Schwarz hat jetzt seinen eigenen Minoritätsangriff gemacht hier. Diesmal ist es der schwarze Bauer, der die weiße Struktur zerstört nach Bauer nach G3. Und auch ohne Damen
ist das hier nicht zu halten. Früher oder später bricht es alles weg. Kasparov trickst ein bisschen, sammelt Bauern ein und verwertet unbarmherzig. Also natürlich ist das Finish nicht immer gleich, aber dieser schwarze Aufmarsch hier am Königsflügel und die weiße Wehrlosigkeit, irgendwas Aktives zu machen zwischendurch, ist sehr, sehr ähnlich in all diesen Partien. Und wir gucken uns ein letztes klassisches Beispiel zu diesem Plan an. Nächste Schachweltmeister, ein gewisser Herr Tigran Petrosyan. Vielleicht die Stammpartie, das ist die älteste dieser Partien. Petrosyan zeigt uns die Strategie und zeigt auch schön, wie Generationen von Schachweltmeistern auch von ihren Vorgängern lernen konnten. Wir haben Kasparov gesehen, Kramnik. Jetzt sehen wir hier. Ich hätte es vielleicht andersrum zeigen sollen, aber jetzt sehen wir hier den OG Tigran Petrosyan. Wieder der Läufer kommt früh raus. Das macht es. Schwarz natürlich leichter. Ihr werdet vielleicht sagen, ja, das schafft Schwarz aber nicht immer. Das ist korrekt. Aber Weiß schafft es eigentlich immer. Zum Beispiel in diesen Londoner Systemvarianten. Wie auch immer. Irgendwie diese Art Struktur ist der Läufer draußen ja schon eingebaut. Und da gelten natürlich die ganzen strategischen Momente ganz genauso, wie wir sie hier besprechen. Wisst ihr, wie ich meine? Oder auch im Karo-Kann. Muss man ein bisschen Transferleistung machen, also Brett im Kopf drehen und so weiter. Aber das hier ist kein reines Damen-Gambit-Thema. Es ist ein Schachthema. Es geht um die Karlsbader Struktur. So, zurück zu Bobozov gegen Botvinnik. Ist wegtauscht. Hier ein bisschen Rumgeplänkel. Aber wieder versucht Weiß ein bisschen zu sehr Figuren zu tauschen. Und das rächt sich. Hier, er kann es nicht zweimal schlagen, weil er den Springer verlieren würde. Und der Springer ist wieder auf D6 auf seinem Lieblingsfeld. Und diese Struktur nur mit Springer und einem Springer auf D6 sollte Weiß unbedingt vermeiden. Und ihr seht es nicht so leicht. Starke Großmeister über Generationen landen dieser Störung. Und auch hier wieder sieht es aus. Ist doch nichts Schlimmes passiert. Wir haben den Springer auf C5, alles gut. Springer auf D6 ist Boss. Wir sehen auch hier wieder den Plan. Langsam aber sicher wird der Angriff am Königsflügel aufgebaut. Botvinnik geht hier ein bisschen ab mit Bauer nach G5. Hätte auch ruhiger verstärken können, Bauer nach F5. Aber er will es gleich wissen. Opfer im Bauern. War nicht so langweilig, der Herr Botvinnik, ne? G5, F5. Zack. Und Bobozov bricht zusammen. Ich habe die Dame weggefangen, ne? Kein Feld mehr. Die arme Dame in der Mitte des Brettes. Weg ist sie. So. Das ist der klassische schwarze Plan. Was ihr euch merken solltet, sind hauptsächlich zwei Dinge. Schwarz, wenn er die Chance dazu kriegt, möchte gerne diesen Läufer abtauschen. Bauer nach G6, gefolgt von Läufer nach F5, löst eigentlich immer alle Probleme. Wenn wir die Struktur mit vertauschten Farben mit Weiß haben, haben wir das ja schon eingebaut. So, dass wir da keine allzu großen Sorgen haben. Und dann das sehr, sehr typische Manöver. Springer E4, wenn das irgendwie geht. Super. Der Springer möchte auf dieses Feld. Springer auf D6 ist sehr, sehr mächtig in all diesen Strukturen. Und jetzt, im letzten Teil, gucken wir uns ein bisschen Trends an. Theorie, Trends. Wo geht die Reise hin? Wir sind hier ja trendy Stream. Also Teil 4, Trends in der Karlsbader Struktur. Da müssen wir ein bisschen Eröffnungstheorie uns angucken, aber wir werden noch ein paar Ideen einfach kennenlernen. Hier, wir gucken uns eine weitere Partie zwischen zwei Schachweltmeistern an. Ein gewisser Magnus Carlsen
Kennt ihr wahrscheinlich aus dem YouTube-Video, wo er gegen mich gewinnt. Da, ich glaube, das ist sein Claim to Fame. Auf jeden Fall meiner. Bonner D4, Bonner D5 spielt gegen Wladimir Kramnik, den wir schon kennengelernt haben hier. Bonner C4, Bonner E6, Springer C3, Springer F6, schlägt, schlägt, Läufer nach G5. Und wir hatten ja schon mitgekriegt am Rande, Schwarz würde gerne diesen Läufer hier schnell entwickeln. Wir haben auch mitgekriegt, das ist nicht so leicht. Wenn der Läufer sofort hier hingeht, kann hier geschlagen werden. Und wenn wir mit der Dame zurückschlagen, wird uns dieser Bauer weggenommen. Und das wollen wir nicht. Zentrumsbauern sind wichtig. Und wir wollen hier auch nicht mit dem Bauern zurückschlagen müssen. Das zerstört uns die ganze schöne Bauernstruktur. Das geht jetzt nicht sofort, aber Kramnik versucht es hier vorzubereiten mit Bauer nach C6. Nach Bauer nach C6 das Zentrum ja gestärkt. Jetzt würde der Läufer gerne raus. Karlsson sagt, okay, mach. Und Läufer nach F5, eine relativ moderne Variante. Die Stellungen, die wir vorher gesehen haben, entstehen typischerweise ja so nach Läufer raus hier, Läufer nach D3, dann kurz Rochade, whatever. Und weiter geht's. Aber Kramnik versucht hier direkt den Läufer rauszubringen. Sieht natürlich gut aus. Kann aber, da weiß ja, Springer F3 zurückgestellt hat, hier aggressiv beantwortet werden. Dame nach F3. Don't try this at home. Dame früh raus. Komisches Feld. Aber versucht, das Frühläufer nach F5 auszunutzen. Und Schwarz kann nach Dame nach F3 nicht verhindern, dass er einen Doppelbauern kriegt. Der andere Zug, der auch nicht schlecht ist, Dame nach B3. Aber wir sehen, Weiß sollte aggressiv spielen und nicht hier irgendwie versuchen, die Läufer zu tauschen. Danach bei Schwarz schon alles gut. Sondern er verpasst Wladimir hier einen Doppelbauern. Das weiß Wladimir natürlich. Aber er versucht, dieses Endspiel zusammenzuhalten. Aber Carlsen macht ihn hier fertig. Mit einer merkwürdigen, aber interessanten Idee. Springer E2. Der Springer soll nach G3 und dieses Feld überdecken. Also Advanced Zeug. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte. Springer F5, gute Idee. Aber Läufer nach F5, gute Idee. Springer F5 auch. Aber schwer durchzusetzen. Und Carlsen überspielt hier. Wladimir Kramnik gewinnt diese Partie. Es gab trotzdem in dieser Variante noch diverse Diskussionen. Und die Variante ist keineswegs vom Tisch. Aber für Schwarz ist es häufig sehr, sehr schwer, den Läufer so früh nach F5 rauszukriegen. Und hier müssen wir ein bisschen, ja, machen wir hier, weil wir in Flash hier sind, ein bisschen über die Zugfolge sprechen. Bauer nach D4 auf Top-Niveau. Ein ebenso verbreiteter Zug wie Bauer nach E4. Und die meisten Top-Spieler spielen, weil sie Angst haben vor diesem Damen-Gambit, vor dieser Reihenform der Karlsbader-Struktur, dieser Stellung. Die meisten Top-Spieler möchten das nicht mit Schwarz. Und deshalb, was tun sie? Sie beginnen mit Springer raus, Springer nach F6. Weiß spielt Bauer nach C4 und Schwarz spielt Bauer nach E6. Und jetzt hat Weiß das Problem, wenn er jetzt Springer nach C3 spielt, wie in den Partien, die wir hier kennen, um auf Bauer nach D5 zu schlagen und wir hätten wieder die gleiche Stellung, dieselbe Stellung sogar, dann würde Schwarz nicht Bauer nach D5 spielen, sondern meistens auf Top-Niveau die sogenannte Nimzowitsch-Indische, benannt nach einem Herrn Aaron Nimzowitsch, der ein sehr overrated Buch geschrieben hat, Mein System. Die sogenannte Nimzowitsch-indische Verteidigung, schlechtes Buch, gute Eröffnung, Läufer nach B4 spielen, die einen sehr guten Ruf hat. Der Läufer fesselt diesen Springer, verhindert damit Bauer nach E4 und Schwarz legt sich noch nicht fest mit seinem Bauern. Es kann ja trotzdem häufig später eine Karlsbader Struktur entstehen, zum Beispiel, ein Beispiel von sehr, sehr vielen. So, und wir haben wieder unsere Struktur, aber ein bisschen andere Vorzeichen. Zum Beispiel ist dieser Läufer hier eingesperrt. Also, auf Top-Niveau sagen sich auch viele Leute, Nimzowitsch-Indisch ist mir zu gut. Ich möchte das nicht. Ich spiele lieber Springer nach F3, um das Nimzowitsch-Indisch zu verhindern. Schwarz spielt Bauer nach D5. Und ihr fragt euch vielleicht, hä, wo ist denn jetzt der Unterschied? Jetzt kann ich doch wieder so spielen. Und dann Springer nach C3. Wir sind wieder in der Karlsbader-Struktur. Stimmt. Und das machen auch viele Top-Leute im Moment. Aber das hier ist eine bessere Version für Schwarz. Weil Weiß sich früh festgelegt hat auf Springer nach F3. Zum einen kann dieser Springer nicht mehr nach E2. Das heißt, die Pläne mit Läufer D3, Springer E2 funktionieren naheliegenderweise nicht mehr. Zum anderen macht es nicht so viel Druck aufs schwarze Zentrum. Wir haben eben ja von Carlsen gesehen, Läufer G5, Dame F3. Und das bedeutet, dass
Schwarz jetzt in der Lage ist, relativ schnell diesen Läufer rauszubringen. Bauer nach C6 bereitet vor, den Läufer rauszuziehen. Und wenn Weiß Läufer nach G5 spielen würde, dann käme zum Beispiel, gibt hier mehrere Möglichkeiten, Läufer nach E7, Bauer nach E3 und der Läufer kommt raus. Und das kennen wir schon, löst einen Großteil der schwarzen Probleme. Wenn hier schon gespielt wird, dann versucht Weiß meistens irgendwas anderes hier. Zum Beispiel Läufer nach F4 und auf Läufer nach F5 dann Pläne mit Bauer nach H3 und Bauer nach G4. Also auch hier gibt es moderne Tendenzen, die Stellung weiterzuspielen, aber es ist nicht annähernd so gut wie die rohe Version, wo Weiß Springer nach C3 gespielt hat. Auf Top-Level wird das halt häufiger nicht gemacht, weil Läufer nach B4 nimmt zu Indisch den Leuten Angst ein, ja. Ihr seht also, warum diese Zugfolgen gespielt werden. Und es ein. Die meisten Topspieler haben tatsächlich das Repertoire mit Schwarz. Ich spiele Springer nach F6, Bauer nach E6. Wenn du Springer nach C3 spielst, spiele ich Läufer nach B4. Spiele nicht D5, weil ich diese Karlsbad-Struktur in Reihenform nicht möchte. Aber wenn du Springer nach F3 spielst, dann spiele ich Bauer nach D5. Jetzt schlägt D5 nicht so schlimm. Nach Springer C3 gibt es sehr, sehr viele Systeme. Und häufig wird hier auch das sogenannte Katalanisch gespielt. Nach G3, gefolgt von Lauf nach G2. Bisschen am Thema vorbei, aber damit ihr versteht, wie diese Steuerungen entstehen und warum sie häufig nicht entstehen. On the highest level. On the highest level ist es nämlich so, dass wir sehr, sehr viel Karlsbader Strukturen heutzutage aus anderen Eröffnungen sehen. Und da gucken wir uns noch 3, 4 moderne Beispiele an. Und dann machen wir Schluss für heute. Ihr habt ja gut aufgepasst. Vielen Dank dafür. Wir beginnen vielleicht mit einer weiteren Partie zwischen Magnus Carlsen und Wladimir Kramnik, den beiden Ex-Weltmeistern. Carlsen ist ja nicht mehr Weltmeister, seit er seinen Titel nicht verteidigt hat zuletzt. Der neue Schachweltmeister ist Ding Liren, den wir in diesem Video auch noch sehen werden. Maurice, grüße dich. Wir haben ja heute unsere Studierbrille aufgesetzt. Alles sehr ernstes Schachtraining. Hier sehen wir von Magnus Carlsen das Londoner System. Ich hatte ja schon erwähnt. Londoner System führt häufig zur Karlsbader Struktur. Sobald Schwarz hier tauscht, der Bauer schlägt zurück, haben wir unsere Lieblingsstruktur. Nur, dass diesmal der Weiße ist, der keinen E-Bauern mehr hat. Und hier sehen wir, Weiß hat den Vorteil, sein Läufer ist schon draußen. Carlsen entwickelt ruhig die restlichen Figuren, sagt hier. Das Thema ist schon gelöst. Und jetzt Bauer nach A4. Sehr häufig. Wenn Weiß ja ein Problem gelöst hat, versucht er am Damenflügel selber Raum zu gewinnen. Vielleicht erinnere ich euch ja an den Minoritätsangriff. Dieser Bauer nach B5 und dann nach B4 und Weiß C3 spielen. Und der Trend gerade in diesen Steuerungen, wo Weiß derjenige ist, der den Läufer schon draußen hat, ist häufig Bauer nach A4 zu spielen und hier Raum zu gewinnen, bevor dieser Minoritätsangriff jemals entstehen kann. Und hier sehen wir, ist er schon im Keime erstickt nach Bauer nach A5. Denn wenn dieser Bauer jemals vorzieht, dann könnte er en passant geschlagen werden mit A schlägt B6. Die Stellung. Schon ein bisschen besser für Weiß, weil Magnus, ein großer Connoisseur der Kasper-Struktur, den schwarzen Hauptplan schon zunichte gemacht hat. So, Carlsen gewinnt diese Stellung. Tausche also ab. Hier Kramnik hat zwar den Springer auf D6, haben wir gelernt, der Springer ideal auf D6, aber das weiß auch Carlsen, nimmt ihn weg und jetzt, dadurch, dass er den schwarzen Gegenspielplan verhindert hat, wenn dieser Bauer auf A2 stünde, wäre schwarz, also okay, käme Bauer nach B5, Bauer nach B4. Aber dass er das hier pariert hat, hat er jetzt einen langfristigen Angriff am Königsflügel. Ähnlich wie die Petrosian und Kasparov-Partien, die wir gesehen haben. Und das nötigt Kramnik dazu, sich am Damenflügel zu schwächen mit Bauer nach B5. Aber Kramnik verliert die Partie. Weiteres Beispiel, ganz kurz mal eben, aus Carlsen schaffen. Hier, andere Öffnung, gleiche Struktur. Karo kann, er schlägt Läufer nach D3. Eins der besten und einfachsten Systeme gegen Karo kann. Einfach tauschen, Karlsbader Struktur spielen. Und das Leben ist nicht leicht. Aus schwarzer Sicht hier sehen wir, Weiß stellt sich hin, hat wieder den Läufer draußen, was es ihm natürlich leichter macht.
Bilov versucht jetzt den Minoritätsangriff zu starten. Mit Bauer nach B5, Bauer nach B4. Kahn sagt, okay, ich verhindere es so gut ich kann hier nebenbei, aber versuche dich auch matt zu setzen. Und jetzt kommt der weiße Angriff. Auf dem Rücken dieses Springers. Schwarz hat es hier nicht geschafft, Gegenspiel zu organisieren. Versucht es jetzt mit A6, B5, aber er ist viel zu langsam. Weiß ist schon da und zerstört die Stellung am Königsflügel. Der Rest geht einem Carlsen leicht von der Hand. Natürlich alles im Schnelldurchlauf, nur dass ihr hier ein bisschen seht, dass es nicht alles leere Strategie ist, sondern sehr, sehr häufig in der Praxis der besten Spieler der Welt stattfindet. So auch im letzten Schach-WM-Match zwischen Ding Liren und Jan Nepomniachtchi. Hier sehen wir Ding, den neuen Weltmeister mit dem weißen Stein, spielt das Londoner System, was wir eben schon bei Carlsen gesehen haben, das Londoner System in den höchsten Schachebenen angekommen. C/D, E/D, jetzt haben wir wieder unsere Lieblingsstruktur. Nepomniachtchi zieht den Läufer raus, Bauer nach C3, Bauer nach E6, Läufer nach B5, hier gibt es mehrere Züge, die Weiß versuchen kann. Läufer nach D6, Tausch, Tausch, kurze Rochade. Und mal wieder unsere Struktur. Es geht darum, dieses Feld zu besetzen. Das kennen wir mit vertauschten Farben. Wollte schwarzer Springer E4, hier Springer E5. Und Schwarz könnte, sollte vielleicht wieder am Minoritätsangriff arbeiten. Der Pommes spielt erstmal Bauer nach H6. Der Springer kommt an, der Springer geht weg. Und Bauer nach A4. Vielleicht ein mysteriöser Zug, aber erschwert wieder das Gegenspiel mit A6, B5. Bauer nach A6 kommt, Läufer nach F1. Und jetzt, vielleicht erinnert ihr euch, auch wenn es im Schnelldurchlauf war, an die Partie von eben. Carlsen gegen Kramnik. Kommt dieser lästige Bauer. Legt den Damenflügel fest mit Bauer nach A5. Sodass an den Angriff hier nicht mehr zu denken ist. Und Schwarz hat auf einmal kein aktives Spiel mehr. Weiß kann seinen Springer hierhin überführen. Dann anfangen, am Königsflügel anzugreifen. Ding macht hier erstmal ein paar sportive Manöver. Nepomniachtchi, aktiver Spieler, versucht in der Mitte gegenzuhalten. Sehr taktisch, sehr kompliziert. Aber Nepomniachtchi ist hier im Hintertreffen, weil er das strategische Duell verloren hat. Wenn er hier abwartet, kommt Springer nach C5, Bauer nach B4. Weiß bringt langsam aber sicher die Figuren hier rüber. Und Schwarz würde eines Feiertages matt gesetzt werden. Deshalb musste Nepomniachtchi die Lage komplizieren mit Bauer nach E5. Aber das geht nicht gut. Und er verliert die Partie. Okay, letztes aktuelles Beispiel. Und das vielleicht Verwirrendste, für mich jedenfalls, meinen alten Kopf hier dran zu gewöhnen. Wir schauen eine Partie zwischen Fabiano Caruana, Vize-Weltmeister im Jahr 18. Sehr, sehr hartes Match gegen Magnus Carlsen. Gegen den vielleicht großen Youngster unserer Zeit, Alireza Firouzja, wenn er Zeit hat hier neben seinen Fashion-Design-Studien für Schach, ist er ein absolut fantastischer Spieler. Über 2800 Elo-Punkten hier zu Zeitpunkt dieser Partie. Und wir sehen den Plan, den wir vor einer Stunde, wenn ihr da schon da wart, besprochen haben. Der moderne Plan, Springer E2, Weiß möchte rochieren und eines Ferntages das Zentrum besetzen mit Bauer F3. Und Bauer nach E4. Und jetzt Turm nach E8, kurze Rochade, Springer BD7. Hier der Zug, der Puristen wie mich nach wie vor verwirrt und schockiert. Wir kennen den Minoritätsangriff her, Turm B1, B4, B5. Das ist in dieser Stelle mit Springer auf E2 meist nicht das Hauptthema. Der typische Plan ist hier ja, in der Mitte Bauer nach E4 vorzubereiten. Und jetzt sagen Engines, auch wenn es mich nach wie vor schockt, nach Bauer nach F3 ist der beste Zug, für Schwarz Bauer nach B5 zu spielen. Diesen Bauern zu schwächen, aber hier Gegenspiel am Damenflügel zu organisieren mit Bauer nach B4 und Bauer nach C5 oder auch Bauer nach A6 und dann Bauer nach C5. Und Weiß hat es nicht geschafft, ein starkes Gegengift gegen diesen Plan Bauer nach B5 zu finden. Was macht Weiß daher? Er spielt Bauer nach A4, gibt damit jede Hoffnung auf den Minoritätsangriff auf, aber er verhindert den schwarzen Plan B5,
und bereitet damit langfristig seinen Plan Borna F3 und Borna E4 vor, indem er hier sich selber schwächt und den sehr, sehr überraschenden schwarzen Konter F3 B5 aus der Stellung nimmt. Also das sind moderne Iterationen, wo ich auch nicht immer völlig mitkomme. Aber wenn ihr hier eine starke Engine habt und die anschmeißt, die wird sagen, Borna R4, erster oder zweiter Zug. Sehr schockierend für mich, aber dahin geht die Theorie. Hier sehen wir Springer nach H5 und Schwarz versucht hier Gegenspiel zu entwickeln. Alternative auf Borna A4 wäre natürlich auch Borna A5, dann kann Weiß von Borna B4 nicht mal mehr träumen, aber er würde argumentieren, jetzt ist hier alles festgelegt, jetzt kann ich mich wieder diesem Plan widmen. Und Borna A5 hat den Nachteil, dass Schwarz dann nicht so leicht zu Borna C5 kommt, weil dieses Feld geschwächt ist. Also, das sind die letzten Trends. Übrigens auch ein Trend am Rande. Schwarz spielt jetzt häufiger früh H6 in den Stellung. Früher wurde es gelehrt, hier, wir spielen so, Schwarz soll den H-Bau niemals berühren, sondern Springer D7 spielen, Turm E8, Springer F8. Irgendwann kam Schwarz Spieler zu dem Schluss, das ist Quatsch, natürlich spielen wir H6. Ist doch logisch. Und ich glaube, dieser Schluss hat sich gehalten. Hat auch den Vorteil häufig, dass man früh Springer nach H5 spielen kann, wenn die Dame nach C2 geht, ohne sich um den Bauern auf H7 Sorgen machen zu müssen. Aber der schockierendste letzte Trend, und ich weiß nicht, was ich euch damit sagen will, nur, dass Kaspar-Theorie nie stillsteht und es immer weitergeht, ist dieses frühe Bauern nach A4, um schwarzes Bauern nach B5 zu verändern. So, das war sehr viel Information. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit hier in unserer neuen kleinen Mittelspiel-Strategiereihe. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, egal was denn euer Level so ist. Natürlich ist das hier nicht abschließend. Es gibt wahnsinnig viel Theorie zu lernen im Damengambit. Es gibt noch wahnsinnig viele andere Ideen in dieser Stellung. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick verschaffen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.